Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, grüße euch. Ihr wundert euch jetzt, hä? Schon lange nichts mehr von mir gehört. Ja, Internetproblem, sorry, tut mir leid. Aber dies ist jetzt mal so ein Video von einem Produkt. Da ich einen neuen Job habe als Produkttester, was ich jetzt testen darf, ist den neuen JBL Charge 3. Da haben wir den JBL Charge 3. Ist das ein geiles Gerät. Ist ein klein wenig größer als der alte. Ja, das sieht so geil aus in der Sonne. Ich stehe noch ein bisschen doof im Licht. So, da oben haben wir. Das ist beleuchtet jetzt. Beides in. Kann ich das so jetzt ein bisschen zeigen? So, ihr seht's. So in Blau. Normalerweise ist das weiß und das blau. Neuerdings ist alter auch Virus hier. Da mit dem Finger rüber. Genau, so. Also, wenn ich Musik laufe, brauche ich nur da drauf drücken. Ihr kennt das Zeichen vom Walkman und so. Oder von dem Discman her. Bluetooth, ganz klar. Müsst ihr dann halt zwischendurch mal drücken, wenn ein neues Gerät, neues Handy oder sowas da ist. Ansonsten kennt das Ding das automatisch. Und das hier ist ganz neu. Das ist für die neueren Geräte ab Charge 3, 3 Plus oder den Extreme oder der vierten, den es jetzt gibt. Wenn ihr beide auf beiden Geräten diesen Knopf drückt, verbinden die sich automatisch. Das heißt, ihr habt einen gottverdammten Stereo-Sound. Alter, das ist so geil. Alter, das Ding pfeffert. Ist lauter als der alte. Nicht viel, aber der Bass ist auch anders. Muss ich mittlerweile mal feststellen, muss ich sagen. Der Bass ist ganz anders geworden als bei den Zweiern. Da haben die was gemacht. Schulz. Der Sound ist geil. Macht einfach nur Spaß. Wenn man zu laut aufdreht, dann gibt er mehr Lautstärke ab, anstatt dass der Bass da ist. Man geht ja mal bei 2 Takten nach runter. Bei meinem Samsung habe ich jetzt nicht, habe ein Huawei, wo ich gerade das Video drüber mache. Aber ich denke mal, bei anderen Sachen ist das wahrscheinlich genau das Gleiche. Wenn ihr ein paar Takten runter dreht, anstatt auf volle Pulle, dann merkt ihr, dass der Bass besser rüberkommt. Also das haben die echt geil gemacht. So, weiter geht's. Das Ding ist 2 Meter wasserdicht. Also wenn diese Box ins Wasser fällt, ja, 2 Meter, macht die nur Wumms, Wumms, Wumms mit. Darüber werde ich aber noch ein Video machen. Könnt ihr euch drauf verlassen. Wenn das Ding im Arsch ist, ist es im Arsch und wenn nicht. Aber da soll wohl gute Qualität drauf sein. Das sagen, da passiert nichts. Und das Ding ist 2 Meter wasserdicht. So, hier unten, falls ihr das sehen solltet, ich drücke jetzt einfach mal auf Plus. Das sind halt diese Geräusche. Wenn ihr sie unten seht, das sind dann halt die Lampen. Ja, hier unten sind 1, 2, 3, 4, 5 Lampen, die den Akkuzustand anzeigen. Und das Geräusch ist dafür da, um euch zu sagen, Moment, Kollege, der Lautsprecher ist auf volle Pulle, weiter geht nicht. Und das Geile ist, das Geräusch, wenn man den anmacht, und das machen wir jetzt einfach mal. Moment. So, das ist das, wenn man ausmacht. Also, ich weiß nicht, was das. Aber ich find's okay. So, dieses Düdüt, das ist jetzt dafür gewesen, was ich mit meinem Handy verbunden hat, mit meinem Bluetooth. Und wenn ich jetzt auf Musik drücke, kann ich das abspielen. Also in dem Punkt, wenn das Gerät an ist und ihr habt dann euer Bluetooth vom Handy auch an, verbindet sich das automatisch. Dann müsst ihr nicht extra auf das Bluetooth-Zeichen auf der Box drücken, damit sich das wieder verbindet. Das hat sie also damit erledigt. Das geht viel schneller heute mit der heutigen Zeit. Das ist der Wahnsinn. Jo. Aber das hier ist es definitiv wert. Die 170 lohnt sich auf jeden Fall. Mein Kollege zum Beispiel hat den Extreme, der 270 € kostet. Also wesentlich teurer als meiner. Insgesamt kommst du da verlassen auf einen Warenwert von 400. Aber das Ding ist größer. Dafür brauchst du einen Gurt. Du musst es umlegen. Dafür ist das Ding aber auch schneller leer. Die Ladezeit für meinen Betrieb, glaube ich, so wie ich das gelesen habe, 4,5 Stunden. 20 Stunden Soundgenuss. Das muss schon mal was heißen. Du kannst über das Ding natürlich aber auch dein Handy aufladen. Das ist geil. Du kannst natürlich auch Klinke anschließen und dann MP3-Player drüber laufen lassen. Oder du kannst dann über Klinke anschließen an einen Rechner dran und wenn du den Rechner am Film laufen lässt, spielt er das auch über die Soundbox ab.
funktioniert auch, kein Problem. Also ihr kennt Klinkenstecker und die Technik heutzutage ist ziemlich so weit, dass ihr da eigentlich auch ziemlich auf dem neuesten Stand seid und wisst, was ihr machen müsst. Deswegen brauche ich euch das, glaube ich, nicht großartig erklären. Und ihr könnt natürlich auch hinstellen, da kommt der Sound auch nicht schlecht drüber. Aber der hat aber auch das Beste ist, muss ich ja sagen, gegenüber den Zweier einen geilen Standfuß. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, das ist der Standfuß von der lieben Charge 3. Und bei der Zweier habt ihr nur zwei solche Striche gehabt. Jetzt haben sie extra mal einen runden Fuß gemacht. Ihr seht das auch, wenn ich jetzt so drauf halte. Ihr seht diese kleine Umrundung unten. Das heißt, ihr stellt das hin und das Ding steht definitiv stabiler als der Zweier. Zweier habe ich auch einmal so angetickt, dann ist er runtergefallen. Da war eine Macke drin, mein Kollege hat sie aufgeregt und wollte das Ding nie wieder aus der Tasche holen, weil sie sieht scheiße aus. Ich denke, Alter, mein Gott. Für mich aber ein Grund gewesen, dann kaufst du es ab, dann hast du einen und von dem Geld hat er sich einen neuen gekauft, den 2 Plus. So bin ich zu meinem ersten Charge 2 gekommen. Geil oder geil? So, und durch unseren normalen neuen Job bin ich jetzt an den Dreier dran gekommen. Er natürlich eine Stufe weiter. Egoist, eingepisst. Bisschen egoistisch, ja, aber was will ich machen? So ist das nun mal. Ja, das war's dafür. Das war der Charge 3. Mega geil. Ihr könntet auch direkt mit Handy, könntet telefonieren. Da Handy in der Tasche und über die Box könnt ihr dann schwafeln. Das funktioniert. Auch schon ausprobiert. Ansonsten, ich denke mal, wer so ein Ding hat, auch den Zweier, viel hat sich da nicht geändert. Aber der Sound ist besser geworden. Diese Spielerei mit diesem anderen Charge oder was habt, wo ihr die ganze LED, das ist nur Akkufresserei. Was will man denn damit? Also ich brauche nur Sound. Alles andere kann man sich irgendwie anders. Aber das ist jedem selbst überlassen. Deswegen. Mein Statement dazu, Charge 3, ist eine super geile Sache. Für 170 Euro macht man da nichts falsch. Robust, neu mit Stoff bezogen, nicht einfach nur Gummi. Ja, meine, kaufen oder nicht kaufen, das ist eure Sache. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß damit. Hallo Freunde des geilen YouTube Sports. Grüßt euch euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eurer Virus Visions. Ciao, BV.